Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Es ist Ostern geworden und ich halte in meiner Hand die Osterkerze, ein Kreuz auf buntem Hintergrund. Ich freue mich, dass Ostern ist, dass Jesus lebt und er den Tod, die Not, Schmerz und Leid für immer besiegt hat. Wir feiern auch Gottesdienst in etwas veränderter Form. Hier im Gemeindehaus in Künsebeck können wir uns nicht treffen. Wie gern täte ich es. Aber einige Mitarbeiterinnen und ich, wir haben uns überlegt, einen Gottesdienst in veränderter Form mit Ihnen zu feiern. Sie sind herzlich dazu eingeladen. Wir feiern ihn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese Psalm 22, die Verse 2 bis 9 und 26 bis 32. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus, und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde, ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Weltenden und vor ihm anbeten aller Geschlechter der Heiden. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem Volk, das geboren wird. Denn er hat's getan. Lesung aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 16, Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinauszugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Amen. Ich lade Sie ein, gemeinsam mit mir das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. "2017 war ich mit dem Fahrrad in Polen unterwegs, genauer gesagt in Kaschubien. Ich wollte mir einmal das Schloss Krokowa ansehen. Dort angekommen war ein kleines Heimatmuseum und ich betrat es und da saß er, Jesus. Jesus war eine Holzfigur und er hatte seinen Kopf tief in seine Hände vergraben. Ich wusste nicht recht, was denkt er. Ist er nachdenklich, ängstlich, schmerzerfüllt, traurig oder voll Unwissenheit? Ich wusste nur, ich war in seinen Bann gezogen. 2019 war ich wieder in Polen, in Gdynia, und in einem kleinen Hinterhofladen verkaufte eine ältere Dame Kopien eben dieser Jesusfigur. Mit Händen und Füßen hatten wir dann einen Slotty-Preis ausgehandelt und ich konnte ihn mit nach Hause nehmen. Mein Jesus. Viele von uns sind in dieser Zeit sicherlich besonders emotional. Geschehen doch kaum zu begreifende Dinge. Die Corona-Krise ist da und sie wirkt sich aus. Aus auf unser aller Leben. Abgesehen von Krankheit bringt sie auch das soziale Leben durcheinander. Da platzen Urlaube, werden Geburtstage ohne Gäste vergehen und jegliche Veranstaltung wird ausfallen. Doch dies alles können wir sicherlich nachholen. Doch was ist mit den Menschen in diesen Zeiten, die aus anderen Gründen nachdenklich, traurig oder emotional berührt sind? Was ist mit den Senioren, die vielleicht einsam sind? Sie sollten und dürfen nicht mehr aus ihren Wohnungen, aus ihren Gärten. Sie können sich nicht mehr im AWO-Ortsverein treffen oder einen Kaffee im Gartencenter trinken. Was ist mit den Menschen in den Altenheimen und Senioren-WGs? Sie bekommen keinen Besuch mehr. Hier herrscht soziale Isolation. Was ist mit den Familien, die jetzt zusammen sind? Jeden Tag, Stunde um Stunde, die sich nicht durch Arbeit, Hobby oder Sport aus dem Wege gehen können, wo vielleicht einer schnell emotional explodiert und dies nicht mehr durch Sport kompensieren kann. Sie sind den ganzen Tag zusammen. Was ist mit den Menschen, die schnell in ein Loch fallen, die oft niedergeschlagen oder traurig sind, die Menschen, die dunkle Gedanken zulassen? Die meisten von uns sind im Homeoffice, freigestellt oder arbeiten für sich allein. Hier fehlt so manchem die Tagesstruktur, die ihm Halt gibt. Was ist mit den Jugendlichen, die zu Hause sind und die vielleicht kein Tablet oder Smartphone haben, wo die Eltern sich kein WLAN leisten können oder wollen? Sie können nicht am medialen Heimunterricht teilnehmen, mit ihren Freunden WhatsAppen, Facebooken, Skypen oder Instagram. Sie sind medial und sozial einfach abgehängt. Sie sind alle ein bisschen in der Stimmung wie Jesus und fragen sich vielleicht nach dem Warum. Wir dürfen auch die Menschen nicht vergessen, die nicht in unserem engeren Umfeld sind. In der Zeit der Corona-Krise können wir ihnen zwar nicht persönlich beistehen, wir können nicht den Schmerz lindern, doch können wir sie in unsere Gebete einschließen. Und wir können es ihnen auch mitteilen. Lasst uns kreativ werden als Gemeinschaft für alle. Durch unser Menschsein und die Kraft in unseren Herzen werden wir gemeinsam auch diese Krise meistern. Ruft doch mal wieder jemanden an oder schreibt einem älteren Menschen aus dem Dorf eine Postkarte. Werdet kreativ und lasst uns gemeinsam die Dunkelheit vertreiben. Mit dem Hashtag Wir bleiben zu Hause macht die Bundesregierung uns klar, wir haben Zeit. Wir haben Zeit für ein Miteinander auf Entfernung und soziale Solidarität. In der Ungewissheit und Traurigkeit, die uns manchmal umgibt, liegt auch die Chance, etwas Neues zu schaffen. Lasst es zu und vergesst diesen Moment nicht. Er ist die Kraft der Gemeinschaft. Gott, der Herr, ist bei euch. Amen. Herr, gib uns die Stärke, um diese Zeit der Krise durchzustehen. Gib uns die Zuversicht und den Glauben, damit wir nicht verzweifeln oder in Angst leben. Gib uns Hoffnung, dass die derzeitige Situation nur vorübergehend ist, und gib uns die Stärke, im Sinne aller Menschen zu handeln.
Lass uns erkennen, was wirklich wichtig ist. Lass uns Solidarität und Nächstenliebe zu unserem Hauptanliegen machen. Rücksicht auf unsere Mitmenschen zu nehmen, ist das Wichtigste. Auch wenn das bedeutet, dass wir uns vorübergehend von ihnen fernhalten müssen oder uns in unserem normalen Alltag einschränken. Herr, erbarme dich. Herr, steh denen bei, die es am nötigsten haben. Wir denken an die Menschen der Risikogruppen, an die älteren Mitbürger und die Kranken, an die Menschen, die nun alleine sind, sei bei ihnen und beschütze sie. Sei bei den Menschen in Quarantäne, lass sie nicht allein. In ihrer sozialen Isolation und gib uns Kraft, sie nicht wie Aussätzige zu behandeln. Hilf ihnen, diese schwierige Lage durchzustehen, gesund zu bleiben oder zu werden. Sei bei denen, die im Krankenhaus um ihr Leben kämpfen, bei den Schwerkranken auf den Intensivstationen und bei ihren Angehörigen und bei denen, die den Kampf verloren haben. Gib ihnen ewigen Frieden und gib ihren Familien und Freunden Hoffnung in all der Trauer und dem Verlust. Herr, erbarme dich. Herr, beschütze die Menschen, die in der Krise unsere Gesellschaft zusammenhalten. Sei bei den Ärzten und Krankenpflegern und allem medizinischen Personal, bei den Pflegekräften der ambulanten Dienste, der Senioreneinrichtungen, Behindertenstätten und Hospize, den Mitarbeitern in Kinderheimen und Gefängnissen, der Polizei und Feuerwehr, die ihren Dienst weiter verrichten. Sei bei den Spezialisten im Labor, die nach einer Lösung gegen den Virus suchen, und gib ihnen Hoffnung, diesen trotz aller Rückschläge und dem Zeitdruck finden zu können. Sei bei den Mitarbeitern der Supermärkte und Discounter, der Tankstellen und Apotheken, der Post und der Müllabfuhr und bei allen anderen, die unseren täglichen Bedarf sichern. Und sei bei den Politikern, die viele unpopuläre Entscheidungen treffen müssen, und gib ihnen die Kraft, diese stets im Sinne des Allgemeinwohls zu finden. Herr, erbarme dich. Herr, sei auch bei denen, die durch die Corona-Krise in Vergessenheit geraten. Sei bei denen, die es schwer haben im Leben. Sei bei den Obdachlosen und Bettlern, die in den menschenleeren Städten nicht einmal mehr Almosen sammeln können. Sei bei den Armen, die von den Schließungen von Tisch und Tafel getroffen sind und um ihre Grundversorgung fürchten müssen. Sei bei den Geflüchteten und Heimatlosen, die in den Lagern auf eine neue Heimat warten und sie nicht verzweifeln angesichts des Stillstands. Sei bei den Menschen in Kriegsgebieten, in Syrien, in Nigeria, Mali, Kamerun, im Sudan und in allen anderen von bewaffneten Konflikten geprägten Regionen. Stärke alle, die sich für den Frieden einsetzen. Tröste alle Opfer von Terror und Krieg und verwandle allen Hass der Herzen in Gedanken, die Schritte zum Frieden zu suchen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich derer, die in diesen Tagen noch ängstlicher, noch hoffnungsloser werden und ermutige alle, im Geist des Friedens einander Stütze und Halt zu sein. Amen. Und wir beten zusammen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seht, der Stein ist weggerückt, nicht mehr, wo er war. Nichts ist mehr am alten Platz, nichts ist, wo es war. Halleluja. Seht, das Grab ist nicht mehr Grab, Tod ist nicht mehr Tod, Ende ist nicht Ende mehr. Nichts ist, wie es war. Halleluja. Seht, der Herr erstand vom Tod.
Sucht ihn nicht mehr hier. Geht mit ihm in alle Welt. Er geht euch voraus. Halleluja. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest.